In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man bei einem Amilla-Patientenarmbanddrucker das Farbband wechselt. Wenn das Farbband leer ist, weist Sie der Drucker über die rote LED darauf hin, dass er im Fehlermodus ist. Der genaue Fehler wird Ihnen im Display angezeigt. No Ribbon bedeutet, dass das Farbband gewechselt werden muss. Öffnen Sie die Oberseite des Druckers an den seitlichen Verriegelungen und im Anschluss öffnen Sie die Abdeckungen für das Farbband. Schieben Sie das verbrauchte Farbband an die federgeleitete Seite, also nach rechts. Lösen Sie die untere Rolle aus der Befestigung. Nehmen Sie dann das neue Farbband. Setzen Sie die volle Seite des Farbbandes in den unteren Bereich ein und die leere Seite in den oberen Bereich. Drehen Sie an dem gelben Rad, bis die transparente Folie aufgewickelt ist und sich das schwarze Farbband komplett um den Rollenkern gewickelt hat. Schließen Sie den Drucker und quittieren Sie den Fehler mit einem Druck auf die Phi-Taste.